Ja, wir hatten eine ganze Reihe an Projekten angepeilt, schon vor 3, 4 Jahren, die gemacht werden mussten, weil unser Wirtschaftswachstum ständig vorwärts geht, dass es ein Wachstum ist, müssen auch die Industrien und der Handel entsprechend vorbereitet werden für diese Herausforderungen. So hatten wir in den 3 Bereichen Viehwirtschaft, Milchwirtschaft und Ackerwirtschaft uns besonders als Ziel gesetzt, unsere Industrien zu optimieren bzw. auszubauen und auch das, was für den Handel notwendig ist, damit wir diese industrialisierten Produkte besser vermarkten können, auszuweiten. Das haben wir gemacht. Wir haben im ersten Bereich der Viehwirtschaft den Schlachthof erweitert, dass wir eine Kapazität heute von 1250, 1300 Rinder haben. Wir haben Corrales-Erweiterungen gemacht. Wir haben in der Fabrik verschiedene Neuerungen gemacht, Erweiterungen gemacht. Das hilft uns, dass wir die Arbeit besser machen können, bessere Qualität leisten können. Dasselbe auch für die Milchfabrik. Wir haben verschiedene Neueinrichtungen gemacht. In Lolita, in der Käsefabrik, haben wir Neueinrichtungen gemacht, die uns helfen, unsere Milch besser zu verarbeiten, weil wir einen ständigen Anstieg in der Milchproduktion haben. Wir sind auf Rekordproduktion gekommen in diesem Jahr. Wir sind bis zu 400.000 Liter am Tag gewachsen. In einigen Tagen normal Durchschnitt so 385.000 Liter am Tag. Und das stellt uns vor ganz neue Herausforderungen. Und deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass wir in diesem Jahr auch unsere Milchpulverfabrik in Anspruch nehmen durften. Wir wären nicht mehr fertig geworden mit der Produktion, mit der Installation, die wir hatten. Wir sind jetzt dabei, gerade die ersten Exporte zu machen. Wir haben insgesamt 11 Container exportiert nach Russland, nach Bolivien. Und das war eine schwere Geburt. Wir haben sehr gearbeitet. Unsere Mitarbeiter haben sich sehr eingesetzt, und jetzt neue Märkte zu finden und diese zu exportieren. Wir haben alle Hände voll zu tun. Das wird auch eine große Herausforderung für das Jahr 2019 sein. Aber wir sind mutig in der Exportation und es geht vorwärts. Und ich bin sehr froh. Gerade heute und morgen werden nochmals 3 Container nach Russland mit 25 Tonnen verladen. So, das stimmt uns froh, dass wir jetzt eine sogenannte Möglichkeit haben, Export zu machen. All das, was uns überbleibt, für den nationalen Markt nicht mehr absorbieren kann, muss exportiert werden. Und das gibt uns neue Möglichkeiten, neue Chancen. Wir haben auch in diesem ganzen Projekt unser Handelszentrum verdoppelt in Mariano Roque Alonso, eine ganz nochmal 10 Hektar dazugekauft in den letzten Jahren. Und das hilft uns jetzt sehr viel, dass wir auch diesen Export machen können. Wir brauchen immer mehr Logistikraum, um die Produkte zu lagern, aber auch zu exportieren. Und da sind wir einen guten Schritt vorwärts gekommen. 2 weitere Werke. Eines ist die neue Körneraufkaufszentrale hier im Loma Plata, wo diese auch getrocknet werden, mit einer Kapazität von 200.000 Kilo pro Stunde. Und auch das neue Logistikzentrum Transport, wie wir das so nennen, haben eine ganz neue Zentrale gebaut, wo alle LKWs der Langstrecken und Kurzstrecken aufgeteilt in 2 Gruppen neu geordnet werden und unter einer Zentrale verwaltet werden. Da haben wir auch einen guten Fortschritt machen können. Das sind besondere Höhepunkte. Aber ansonsten haben wir natürlich viel erreicht, würde ich sagen, aber die Herausforderungen werden nicht weniger.